Hallo liebe Fabela iMac-Zuschauer, Fabian hier. Heute mit einem Test zu Angry Birds Friends. Bei Angry Birds Friends handelt es sich um eine Umsetzung des von Facebook bekannten Spiels. Sprich, es handelt sich um ein Multiplayer Angry Birds. Angry Birds Friends ist kostenlos für iOS und Android verfügbar. Um das Spiel spielen zu können, benötigt ihr allerdings zwingend einen Facebook-Account. Eigentlich ist das Spielprinzip von Angry Birds Friends total schnell erklärt. Das eigentliche Spiel unterscheidet sich nur unwesentlich von den klassischen Angry Birds Spielen. Ihr schießt Vögel auf Schweine und zerbröselt dabei möglichst viel Levelumgebung. Dafür erhaltet ihr Punkte. Sind keine Schweine mehr da, ist der Level erfolgreich abgeschlossen. Euer Highscore für den Level wird gespeichert und sofort mit euren Freunden verglichen. So könnt ihr direkt erkennen, wo ihr euch im Vergleich einordnet. Ihr tretet im Spiel gegen eure Facebook-Freunde an. Diese müsst ihr allerdings vorher zum Spiel einladen, was ihr über eine Leiste am rechten Bildschirmrand erledigen könnt. Es gibt jede Woche neue Level, tägliche Belohnungen und Power-Ups. Neben den 4 aus der Facebook-Variante bekannten Power-Ups gibt es in der mobilen Version ein 5. Power-Up. Alle Power-Ups können über eine Leiste am oberen Bildschirmrand ausgewählt werden. Netterweise wird euer Spielstand mit der Facebook-Variante per Cloud-Speicherung synchronisiert, je nachdem, ob ihr gerade am Smartphone oder auf der Facebook-Webseite zockt. Mein Fazit. Wer auf die verrückten Vögel steht, ist hier genau richtig am Platz. Endlich könnt ihr euch richtig schön mit Freunden um den höchsten Highscore duellieren. Ich muss zwar zugeben, ich finde Angry Birds Friends weniger übersichtlich und das Tutorial weniger gelungen. Allerdings handelt es sich hier um Nuancen. Das eigentliche Spielprinzip ist ja bekannt und es macht schon Spaß, sich mit Freunden die Highscores um die Ohren zu hauen. Zum Riesen Angry Birds Fan werde ich aber wohl dennoch nicht mehr mutieren. Bitte beachtet neben dem Facebook-Zwang übrigens noch, dass ihr zwingend eine dauerhafte Internetverbindung für das Spiel haben solltet. Das war's von mir, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Fabian.